Tausende Jugendliche haben am Samstag auf dem Odeonsplatz in München getanzt. Sie haben einen Harlem Shake aufgeführt. Der Harlem Shake ist im Moment das Internetphänomen schlechthin. Tausende Videos, die immer nach dem gleichen Prinzip ablaufen, gibt es bei YouTube. Zuerst tanzt nur eine allein, danach alle gemeinsam. Lasst uns ein riesen Harlem Shake Video machen. So war der Aufruf für einen Flashmob am Münchner Odeonsplatz. Als Flashmobs werden kurze, scheinbar spontane Menschenaufläufe bezeichnet, bei denen ungewöhnliche Dinge passieren. Die Organisatoren hatten, um das Video richtig filmen zu können, gleich mehrere Kameras aufgestellt. Also wir hoffen so ab 1000 Leute, dann wäre es richtig geil. Also wir wollen da vorne den ganzen Platz voll kriegen. Okay. Wie viele Leute haben bis jetzt zugesagt? Zugesagt haben heute Morgen 2100 so um den Dreh. Und nochmal 1000 vielleicht und dann hoffentlich noch Freunde, die mitkommen. Ja. Viele Teilnehmer kamen sogar verkleidet zum Odeonsplatz. Pünktlich um 16 Uhr ging es dann los. Initiator Simon Lai gab den Vortänzer, bevor alle loslegen durften. Trotz leiser Musik hatten die Teilnehmer sichtlich Spaß. Mit Musik sieht das Ganze dann so aus. Veranstalter Simon Lai hatte nicht mit so vielen Menschen gerechnet. Nein, auf keinen Fall. Also ich habe gedacht, kommen vielleicht 100 Leute oder so und dann, dass das hier ein paar Leute machen, aber nicht, dass so eine riesen Menschenmenge ist. Ja, es war erstmal meine Idee. Ich hatte gedacht, vielleicht kann man sowas machen. Und dann habe ich halt mit ein paar Freunden geredet und dann die Veranstaltung erstellt. Er da war auch dran beteiligt, der Mongo da drüben. Ja, auf jeden Fall. Es ist echt super geworden. Waren sau viele Leute da. Also ich schätze mal, wir haben die 2000er-Marke geknackt. So schnell wie der Flashmob begonnen hatte, so schnell war er auch wieder vorbei. Doch der nächste Harlem Shake in München ist schon für Donnerstag geplant.